Ja, aber wenn es halt. Guck mal, das ist wie Stadtverkehr oder Stadtverkehr AG, ne? Aber Johnson, jetzt hast du den Pace. Jo, ich danke dir. Ja, aber wenn du so für beide fährst, ist ja auch nicht schlimm. Eine Tour Ja, da, eine natürlich ist Tour das. da. Ja, aber natürlich ist das nicht schlimm, aber diese Anforderung, die er hatte, dass sie dann nur noch bei ihm fahren und Nee, nee, bei nee, mir nichts existent sind, so, ja, absolut nicht. nee. Nee, das wäre auch in unserem Interesse ja auch nichts etwas. So, wir haben im Moment sowieso nicht viele Fahrer, die fahren, so. Das ist es ja halt. Lukas hat ja auch seinen Standardbetrieb, wo er fährt. Ja, unser Betrieb, also meiner mit anderen Leuten, ist auch down. Ja. Den Betrieb gibt es dann auch nicht mehr. Ja, ist halt, ich meine, was will, was. Ja. Ich hatte immer meinen eigenen, aber den gibt es ja auch nicht mehr. Der ist auch schon down. Wenn die Fahrer sind am down abgehauen, halt nichts mehr. War halt zu wenig gefahren und da hat der. Ja. Ich habe letztens eine Kündigung im Postfach gehabt, ne, von einem Fahrer. Der hat bei uns angefangen und hat dann wieder gekündigt. Ich hatte in der Ja. Betriebsbeschreibung drin stehen, dass wir Berlin 300 haben. Und Wuppertal und ein paar Stunden später ist die Karte ausgelaufen. Da Aber war er beide. weg. Und dann hat er gekündigt mit dem Worten, Betriebsbeschreibung stimmt nicht überein. Ne. Null. Da habe ich mir echt am Kopf gepackt. Ja, das ist halt die Geduld, ne? Also das ist halt. Ich weiß, dass ich die Steuern machen muss und wenn ich das halt sehe, dann kann ich halt direkt auch schon die Karte kaufen. Aber wenn es halt nicht Ja, anders geht, dann ist da es ich halt ja so. weiß, dass du das machst mit den Karten, weißt du, gucke ich da halt auch nicht rein. Nein. Also. Es sei halt denn, ich bin im Betrieb und guck mir die Karten an und denke mir so, boah, Ruhrgebiet habe ich jetzt auch schon durchgefahren, 10 Millionen Mal gefühlt, ne? Und habe jetzt Bad Hügelsdorf wieder da reingefeuert. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt noch, ach, wie heißt's, gerade dass wir auch bei ETS gerade sind, ne, ist auch schon. Nein, wir haben ja jetzt Ruhrgebiet verlängert, aber ich denke, Richtig. dass wir Alheim V4 bald mal mit reinnehmen, weil gerade wegen Lukas, ne, du weißt ja Bescheid mit den ganzen Fehlermeldungen bei den Bussen da. Ja, die Map leckt auch ziemlich bei mir, deswegen fahre ich hier auch gar nicht mehr. Ja, Moment. Bei mir läuft sie ja halt. Ne? Also ich habe die, bloß ich habe halt die von Morphy Soundpacks oder die Busse von Morphy habe ich halt da drin. Und ich würde halt gern noch eine andere Datei da halt oder eine andere KI da irgendwie bearbeiten, Ja, erarbeiten. das ist das Ding einfach. Ja, klar, die Busse auswechseln. Aber das will ich halt nach und nach einfach mal im Streamchen machen. Was du halt machen solltest, das wird im Moment sehr viel empfohlen, und die Leckrate zu verringern. Dir diese KI-Busse zu holen bei Steam und so. Ja, ich Weil weiß. die halt wirklich Performance schon da sind. Das ist halt wirklich so. Und das ist ja das, was bei Bad Hügelsdorf das Problem ist. So. Die haben ja den MAN da rumfahren, den 15-Meter-Bus und die Solo-Fahrzeuge. So. Aber die sind halt einfach so performancefressend, dass die Karte halt einfach leckt. So, die haben den C2 in Euro 5 Variante da rumfahren und ihre eigenen Schmutzbusse da. Schmutzbusse. Das war dann ganz schlecht. Ja, die sind ja auch Schmutz, die Dinger. Erstmal sind die viel zu laut eingestellt. Das ist halt schon wieder so der erste Fakt. Das kann ich sowieso nicht ab. Wenn mich der Motor gefühlt von hinten nach vorne anschreit, da kriege ich auch schon wieder zu viel. Und dann dieser hässliche Blinkersound. Der ist genauso hässlich wie der von Bremen. Und an dem Drecksbus habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Also, falls ihr gerne für unseren Bus fahrt, ne, der RSG, könnt ihr Ausrufezeichen RSG eingeben, dann kommt er da zu uns auf den Discord. Und wenn er dann im Fuhrpark solche angebissene Busse findet, dann wisst ihr Bescheid, wer sich da ausgefressen hat. Also meine C2 sind alle in einem sehr guten Zustand. In einem sehr, sehr guten sogar. Sagt er jetzt. Ja, sind sie auch.
Okay, auch nichts dafür, dass es so ist. Aber Justin, ne, in diesem ersten Link-Pick, ne, das waren noch nicht alle, ne? Ja. Gleich noch ein zweiter Link da. Nicht wundern, die Busse habe ich alle im V2 abgeändert. Ist auch richtig so. Mich sonst überschreibt er mich alle deine Standardbusse und dann macht Omsi Pum. Ja, okay. Ja. Ja, wir kennen ja, wie schnell das geht. Ne? Ich habe bei den MAN-Stadtbussen, da sind ja die Schalter alle hinterlegt in der Modelldatei. Ja. Die muss ja alle hinzufügen. Habe ich einen hinzugefügt, direkt Omsi hat gesagt, ne, will ich nicht. Da habe ich mir auch schon wieder die Frage gestellt, warum macht der die nicht komplett alle da rein? Und man kann die dann so abändern, wie man sie braucht und gegebenenfalls rausnehmen. Ja, in dem zweiten Ordner ist noch ein MAN Lunine City drin, aber irgendwie hat der Bus keine Repaints, deswegen ist der weiß. Ja, das ist mir scheißegal. Hauptsache, ich hab einen, weißt du? Ja, das sind, warte mal, 15 Stück. Weil ich hab jetzt wirklich ungelogen, du bist ja noch bei uns im Betrieb, ne? Ja. Guck dir mal Halle 2 an, da steht ungelogen nur Mercedes drin. Also es sind 4 Solaris, sonst der Rest eigentlich nur Mercedes. Auch MAN, auch C2. Ja. Ja, Solaris und MAN ist gut, weil da bin ich nämlich auf der Suche nach. Die lasse ich dann einfach als Subunternehmen fahren, weißt du? Ja. Ey, sag mal, bin ich gerade. Kommt da gerade. Da mache ich halt einfach Repaints, wo dann draufsteht, den Auftrag von Rhein-Silbergold. Ich finde die Busse wollte schon so noch ein paar Repaints fahren, zum Beispiel Alu oder sowas. Zum Beispiel. Also ich kann dir mal meine Busse zuschicken. Ja. Nachher, ich habe da, die, sag ich dir direkt, Digga, die Motorsounds, die sind nicht mehr original. Mhm. Die habe ich tatsächlich aus der C2 Stadtbusfamilie genommen. Ja. Weil, der Sound hört sich für mich halt wirklich realer an. Ich habe auch dieses Abblasen von dem Kompressor da eingebaut, was der ja gar nicht hat. Und weißt du, bevor du die Busse downloadest, musst du dir unbedingt das wieder anschauen, das ist nämlich Bombe. Vom Sound her jetzt. Das war einer von diesen Citaros. Ja. Guckt euch mal die zwei Gangster an. Ja, Sascha. Du weißt ja, wie die klingen, ne? Ich hab die ja schon mal gezeigt. Alter, was für ein Brummer, ey. Da rattert aber alles, ey. Ja. Also, ich hab mir die Tage von Sobol den Urbino 4 LE in Betrieb hingestellt, ne? Okay. Da hab ich auch einen Kackreiz gekriegt bei der Karre. Ganz ehrlich, ich find das geil, dass der Kamerarückspiegel hat. Finde ich richtig geil. Mhm. Aber du drückst aufs Gas, das Ding ist innerhalb von ein paar Sekunden bei über 50 km/h. Ja, ja. Und du merkst das noch nicht mal. Weißt du, was ich noch geschickt bekommen habe? Den LE9 aus BVG und der Doppeldecker aus Original. Ja, die fahren ja leider nicht mehr, die MANs. Ja. Die haben sie ja jetzt alle ausrangiert. Die Doppel-D? Ja. Ja, ja. Die sind alle weg. Mhm. Aber die sind teilweise zu Subunternehmen in Berlin gegangen. Die fahren noch in Berlin als SEV-Busse und so. Ja, das ist gut. Also sie sind nicht ganz aus Berlin raus. Also, ich sag mal so, Justin, bei mir kann man sich noch sehr austoben bei meinen Bussen. Und mein Busordner ist auch riesig voll. Wolpi, Hallöchen. Dankeschön für deinen Raid, hallo. Na, ihr Lieben. Ich habe auch damals bei meinen Bussen zum Beispiel gesagt, unsere Busse sind angelegt auf das Repaint von der Festischen, weißt du? Ja, ja. Rot-Weiß-Grün mit schwarzen Felgen. Wie geht's euch denn? So, das ist schön. Wo war denn unterwegs gewesen, ihr Lieben? Wir sind ja gerade aktiv echt dabei, um sie zu schnacken. Ja, hallo, ich muss ja meine Fuhrparkplanung weiter planen. Ja. Ich warte ja immer noch auf die E-Busse von MX. Die sind ja in Arbeit, habe ich jetzt letztens Bilder gesehen. Aber er hat den ein bisschen zu breit gebaut. Von innen. Wir sind gerade von Dänemark nach Rumänien. Oh, ist auch nicht schlecht. So, das habe ich schon. Ja, wir sind gerade, wir waren auf die Tour davor, waren wir von.
Berlin nach Tartu. Jetzt sind wir von Tartu nach Le Havre unterwegs. Es gibt eine neue Funktion bei den Kanalpunkten, falls sich das interessiert. Eine Live-Map. Ein Live-Tracker, wie ich so schön sag. Ist unter Kanalpunkt mit Map gekennzeichnet. Und ja. Genau. Das ist auch das, was gerade. Danke, Sus, fürs Präsentieren. Und ja. Auftragsstatus haben wir auch noch mit drin. Also das ist quasi dann da drunter und das ist halt das System, was ich quasi verfolge. Zack, zack, zack. Und jetzt gucken wir noch, dass wir noch einen digitalen Fahrtenschreiber auf der linken Seite noch eingeploppt bekommen. Und dann könnt ihr euch austoben. Also jede Szene oder jeder cool, jede schöne Zwischenszene, die ich da habe, ob Auftragsstatus, Map, Live-Map oder den Fahrtenschreiber, hat einen Cooldown von einer Minute. Und das Schöne ist, ich habe ja 7 Fahrer. Und die kann man dann alle auf der Live-Map dann quasi sehen, wenn wir dann als Konvoi dann quasi fahren. Und es muss nur einer kostenpflichtig quasi haben. Und mehr ist das nicht. Finde ich für einen Konvoi gar nicht mal so schlecht. Wenn du auch schon einen eigenen Server hast oder auf der World of Trucks TMP-Server fährst, dann ist es noch auch umso schöner. Und quasi, ja, wäre dann das heute auch so ein kleiner Experimentellstream gewesen für diese Funktion nennen. Jetzt haben wir ja heute nur eins gepackt bekommen, aber dieses Grundkonzept, was ich dann hier quasi auch habe, das wäre dann für den Flusi und für den, für den Flugsimulator, ist dann das gleiche quasi mit drin. Oh, dann gucken wir mal. Wie es dann quasi weitergeht. So. Ja. Morgen machen wir dann wieder. Entschuldigung. Morgen fahren wir dann wieder gemütlich, dann wieder Simracing. Auch am Samstag dann nochmal. Abends, bevor dann das große Rennen bei Community losgeht. Am Samstag, genau. Kochen wir nochmal ein bisschen zusammen oder wir schwatzen halt nochmal ein bisschen. Da wird drüben der Raum noch mit der Kamera festgesetzt. Vormittags gehen wir dann noch die Zeitung austragen und dann hat sich der. Dann haben wir das Wochenende auch nämlich Ruhe. Achso, Sascha, du kennst ja diese GTG 423, ne? Warte mal ganz kurz. Wolpe, nee, nicht bei iRacing. das ist, gib mal den Ausrufezeichen ACC ein. Das ist Assetto Corsa Competizione. Da gibt es eine LFM. Oder auch meine letzten VODs, die du bei Twitch auch sehen kannst. So wie gestern. Da, ist der legendär ausgerastet. Ja, ich? Naja, komm, als wir den Fahrfehler von mir analysiert haben, also, ich bitte dich. 50-50. Ja. Genau. 100% warst du schuld. Genau. Da kommst du jetzt quasi auf mein Profil. Und mein Ziel ist es halt wirklich, mir da einen Namen zu machen. In ACC. Scheiße, jetzt habe ich es schon verraten, ey. Was für ein Dreck. So, du willst dir da so einen Namen machen, wie ich mir einen Namen in Omsi gemacht habe? Naja. Ah. Die faule Socke doch nach dem Motto.
Was für faule Socke! Ich hab nichts gesagt, was, kam da was, Chat? Habt also ich sag nur über 500.000 in einem Jahr, ne? Da, und du bist gerade mal bei fast 400.000. Boah, ich schwör dir, ich zieh dich. Mickrig! Ey, Chat, ich werd dir gerade voll die Schuhe ausgezogen, ey, auf Grund und Boden gestampft. Mickrig, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden du teilweise am Tag fährst. Und ich sehe, was da am Ende steht. Das ist ja. Also. Schatz, also, du bist auch eine faule Socke, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Gut, dass ich das auf der Aufnahme hab, mein Lieber. Gut, dass ich das auf der Aufnahme hab, du. Kraft dir dann. Ja. Danke. Also, da musst du noch viel dran arbeiten und dich mit mir zum Essen. Ah, ab heute. Hä? Weißt du, was das Problem ist, Lukas? Ich hab dem sogar noch Vorsprung ohne Ende gelassen, weil ich Wochen und Monate nicht gefahren bin. Ja, und er hat das einfach nicht genutzt, um mich zu überholen. Ja, das war so komplett. Da hat er auch wieder komplett reingeschissen. Aber so richtig, ne? Ja. Also, muss ich schon sagen, also, ne? Da kann mir keiner was vormachen. Aber, dann erzähl ich mal keinem, ne? Nur nicht. Ich sehe, in Omsi erhältst du dein Rikscha. Ja. Auf jeden Fall, Sus, auf jeden Fall. Müsste eigentlich mehr Omsi fahren, ja, das ist schon. Naja, aber das machen wir am. Ey, jetzt sag mir nicht, das ist der Bustech-Monitor. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, das ist der Bustech-Monitor aus dem LE von Arne J. Wie ist der denn da rausgekommen? Sagen weil bei der am Meshfest gemacht ist. Ja, da hat er das über Blender gemacht, hat den da gelöst. Ich wollte schon gerade sagen, ey. Keine Baustelle, aber. Kein ja, Unfall, aber also, Baustelle so. Die RSG-Busse kriegen da doch nochmal ein Update, Bustech-Monitor. Ach, schön. Mhm. Wie war das heute Morgen? Es sollte auf dem aktuellen Stand sein. Ja, also mit dem Pack, was ich dir letztens geschickt habe, bist du das auf jeden Fall noch. Oh, ist doch ich habe seitdem nichts mehr gemacht. Aber wenn ich diesen Bustech-Monitor sehe, da kann ich halt einfach nicht dran vorbeigehen, weil der auf einem Bildschirm Werbung und alles durchspielt, weißt du? Hm. Das ist halt mein Problem, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Ich baue den von der Feste schon wieder aus. Tschüss. Ja, schon. Und ein Jahr. Hat zwar noch nicht so viele Betriebsstunden drauf, aber scheiß drauf. Oh ja. Mit dem Schmutz. So, wir geben mal ein bisschen Gas. Müssen wir da heute nochmal vorankommen. Ist das so? Mhm. Weil mir knurrt nämlich jetzt schon der Magen. Und... Schon. Also ich sage, wie es ist, ne? Sascha, ich gehe jetzt extra für dich in den Betrieb, um dir die genaue Zahl zu sagen, die ich eingefahren habe. Oha. Damit dich das noch so ein bisschen reizt, weißt du, noch so mehr Prozent aus dir rauszuholen. Moment, ich muss gerade was drücken. Schatz, Sorge, ein Faultier ist schneller, als du sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Piept irgendwas komisch. Piept gerade was. Ja, irgendwas piept gerade. Ja. Was ein Räudiger, ey. So räudig, der Junge. Ach so, Scheiße, ey. Achso, Sascha, du kennst doch bestimmt die Standard 423 von Schwänzenkater, ne? Ja. Ja, da habe ich ein Soundpack drauf. Nein, er ist heute Morgen gefahren auf der 211 um
5.56 Uhr. Aber er hat schon zwei Anläufe gebraucht, um in den Betrieb zu kommen. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Du? Ich? Naja, ich komme mal. Heute Morgen doch nicht, nein. Klar. Nein, heute Morgen doch nicht. Guck mal aufs Datum. 24. Das stimmt. Ah. Ja, da hat trotzdem zwei Anläufe gebraucht. Ja. Ja. Zwei Anläufe? Nö, ich bin einmal drauf, wieder runter, weil ich mir erstmal eine Notiz machen wollte.